Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause und zu einem neuen Video. Heute machen wir mein Büro-Nähzimmer-Büro meines Mannes. Und das ist auch schon der Platz meines Mannes. Also das ist jetzt das Vorher, ja, nur zur Sicherheit. Das ist mein Schreibtisch, der nicht viel besser ausschaut wie der von meinem Mann. Und ihr seht, das ist halt ein Raum, den benutze ich jetzt nicht so oft. Und ich stelle immer nur alles hin und ja, da stehen die Wäscheständer rum, die Ordner liegen am Boden. Da liegt die Gitarre von meinem Mann, also die Bassgitarre. Ja. Und da hinten ist der Teil meines Nähzimmers. Und ihr seht, da schaut es aus wie Sau, ja, weil wenn ich was nähe, dann stehe ich auf und lasse das einfach so. Und da bin ich wirklich, wirklich total schlampig. Das sind die Stoffe, die ich habe, ja, Füllmaterial, Mistkübel und da in dem Regal, ja, ist ein bisschen zu wenig Stauraum. Ja, das ist ein Foto von uns vor vielen, vielen Jahren. Aber ich würde sagen, wir gehen es einmal an. Also, ich fange an mit meinem Nähplatz, weil, ja, es ist ein Wahnsinn, was dort alles liegt, ja. Stoffreste, man braucht immer ein bisschen einen Stoffrest, um kontrollieren, ob die Nähmaschine auch so näht, wie ich es gerne hätte, ob die Coverlock funktioniert, ob die Overlock funktioniert. Ja, das muss man schon alles probieren, aber man braucht keine 4 Meter Stoffreste, ja, zum Probieren. Und diese Maschinen, wenn sie nicht zugedeckt sind, so wie jetzt, verstauben sie ja auch relativ. Deswegen habe ich sie alle mit dieser Dose da, das ist so eine Druckluft-Dings, ja, mit dem habe ich sie alle ausgesprüht, meine Maschinen, und habe sie dann zugedeckt. Weil ich nähe jetzt auch nicht jeden Tag, das ist ein Hobby von mir, und ich mache es schon hin und wieder, und ich nehme mir auch sehr viele Sachen, oder ich nehme mir ein paar Sachen, sagen wir so, und aber nicht jeden Tag oder jede Woche, und dazwischen stehen sie halt einfach rum. Und da muss man sie mal entstauben und ordentlich zurechtrücken. Und dann habe ich hier auch, das ist Wolle. Ja, ich tue ja auch häkeln und stricken, nur das, was ich da an Wolle habe, ich meine, was soll ich da machen? Ja, eine Decke mit 5x5 Meter oder so, ich habe doch keine Ahnung. Ja. Und ja. Gut, also stellen wir das mal zur Seite, tue nochmal Staubsaugen. Um irgendwie, ich bin da schon wieder total überfordert und weiß nicht, wo fange ich am besten an und wo höre ich am besten auf. Ja? Also mir dachte ich mal zuerst Staubsaugen und aufwaschen und fange dann an zum Umsortieren. Kaffee, ganz wichtig, Kaffee, da war es nämlich am Vormittag. Ja, Tisch abwischen, Staubsaugen, aufwaschen. Und jetzt kommen da mal die Stoffe zurück und jetzt fange ich dann an zum Aussortieren von der Wolle, ja, weil wie viel Wolle braucht ein Mensch, ja, ich habe da, weiß ich nicht, warum ich so viel, na, oh ja, ich weiß schon, weil ich mir immer wieder was kaufe und es nachher nicht fertig mache, so wie mit den Stoffen, ich kaufe immer was und mache es nicht fertig, sonst würde ich zu einer riesen Kiste anfallen, aber ja, da habe ich auf jeden Fall mal aussortiert und habe mir gedacht, ich werde die Wolle dann am Flohmarkt mitnehmen, wenn ich dann im Herbst wieder am Flohmarkt fahre und die teure oder schönere Wolle, habe ich mir gedacht, behalte ich mir. Wofür genau? Jo, schauen wir. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht stricke ich, häkle ich für St. Anna Kinderspital. Ja, weil das sind ja, das ist ja, also für unsere deutschen Zuschauer, die das nicht kennen, St. Anna Kinderspital ist Kinderkrebs. Forschung und wenn Kinder Krebs haben, so wie unser Marlon jetzt, sie kommen in St. Anna Kinderspital, um sich dort zu behandeln. Und wie wir alle wissen, verliert man ja von der Chemo die Haare. Also die meisten verlieren die Haare von der Chemo. Und da kann man ihnen dann Hauben spenden oder sowas. Ja? Und da habe ich mir gedacht, ich werde sie fragen, wenn wir ja öfters dort sind, ob sie noch welche brauchen. Und dann könnte ich ihnen ja welche machen, so gefühlte 187 Stück würden sich da ausgehen. Aber ja, ein bisschen was muss man sich auch immer, kennst das vielleicht, ja. Tut ihr auch irgendwas handarbeiten oder nähen? Was sind eure Hobbys? Würde mich mal interessieren. Vielleicht schreibt es mir das unten in die Kommentare rein, ob ihr auch irgendwelche Hobbys habt, wie nähen, stricken, häkeln, keine Ahnung, Hinterglasmalerei, Makramee knüpfen, was weiß ich, was es da alles gibt, ja. Couchen und saufen zählt nicht. Sport wird auch noch zählen, also wenn euer Hobby Sport ist, dann Chapeau, ich bin nicht so sportlich.
Ja, ich hatte ja früher ein größeres Nähzimmer und jetzt habe ich mich halt verkleinern müssen. Und deswegen ist auch alles mit diesen Kisten da oben am Raumteiler, das ist jetzt auch nicht sehr hübschlich, aber in dieses Zimmer kommt doch keiner rein, außer mein Mann und ich. Also da kommt niemand rein und deswegen ist relativ wurscht, wie es ausschaut. Ja, oh ja, ihr kommt jetzt alle rein. Aber an so kommen Besuch oder was kommt nicht rein in dieses Zimmer. Dann tun wir mal wieder Fenster putzen. Das mache ich da oben auch relativ selten und da habe ich auch Hundenasen drauf und das ist auch vom Wetter her. Ja, die Fenster sind halt dauernd dreckig und ich putze da oben sehr, sehr selten. Und ja, so husch-pfusch halt mit Fensterreiniger und Küchenrolle. So, also den Nähteil würde ich sagen, habe ich erledigt. Ja. Jetzt kommt es mal ans Wegräumen. Das heißt, ich muss mal den Bass von meinem Mann wegräumen, schön vorsichtig, ja, weil der war ein bisschen teuer und auf dem ist ein bisschen heikel. Sieht wie so ein tolles Stück, was weiß ich, kenne mich ja nicht aus. Ja. Das ist eben der Tisch, wo ich zuschneide. Der ist ein bisschen klein, aber naja, besser als gar nichts. Und wenn wir schon beim Fensterputzen sind, putzen wir gleich die anderen Fenster auf. Es sind zwar nur zwei Fenster und eine Tür, aber hin und wieder sollte man das machen. Meine Außenjalousie, ihr seht, die ist da zur Hälfte herunter. Weil die ist irgendwie ja schon altersschwach. Ich muss da eine Bekannte anrufen. Die muss mir ihre Leute schicken, dass wir die das reparieren. Weil am Nachmittag scheint eben die Sonne her und da sollte man die Jalousie natürlich zumachen. Aber du kriegst sie da nicht mehr ganz auf, weil sich diese Kordel dann nicht ganz aufrollt, aufwickelt. Und jetzt habe ich das dann selbst ein bisschen nachgeholfen. Es ist, glaube ich, ein bisschen suboptimal, weil es hat ein paar Mal gekracht und gekrammelt. Ich weiß nicht, ob es jetzt in Ordnung ist, aber naja. Ist halt so. Gut, jetzt. Dieser Vorhang, den habe ich ja schon einmal gekürzt und er ist immer noch zu lang und das geht mir eigentlich fürchterlich am Geist. Deswegen habe ich gedacht, so auf, wird gekürzt und nachdem ich nicht genau gewusst habe, wie, weil ich bin jetzt nicht so der. Ich hasse Vorhänge kürzen und Vorhänge sind sowieso nicht meins. Habe ich das Barcord einfach mit der Schere abgeschnitten. Also in der halbwegs passenden Länge. Oder ich dachte mir in der halbwegs passenden Länge. Und ja, schneide das einfach russisch ab und habe es dann mit der Nähmaschine genäht. Also mit der Overlock. Ja, das ist die Maschine, die gleichzeitig abschneidet und den Rand versäumt, quasi, damit das nicht ausfranst. Und mit der habe ich das einfach jetzt, bin ich einfach drüber gefahren. Also ich sitze jetzt hier in meinem Büro, auf meinem Schreibtisch und schaue so rüber zum Vorhang. Naja, gleichmäßig ist was anderes, aber er stoßt jetzt nicht mehr unten an. Es ist etwas besser, aber nicht wirklich optimal. Aber wie gesagt, in dieses Zimmer, da kommt kein Besuch rein oder sonst irgendwas. Ja? Unser Coverlock ist super. Overlock. Coverlock habe ich auch, aber das ist eine Overlock. Die ist super. Und da muss ich dann nur mehr die Fäden am Ende muss ich die noch kurz vernähen. Und ich habe mir gedacht, ich mache das gleich, weil ich mich jetzt eh schon wieder ein paar Monate geärgert habe über den Vorhang. Und mir dachte, wurscht, mach das gleich. Und habe dann auch alles wieder ordentlich weggeräumt. So, Maschine zugedeckt und passt. Und dann hänge ich ihn auf. Und schau, ob er jetzt auch die richtige Länge hat. Und tada! Nicht perfekt, aber besser. Nun geht's zu meinem Schreibtisch. Schauen eure Schreibtische auch so aus? Also, oder seid ihr Büromenschen? Ich arbeite ja nicht in einem Büro. Ich bin ja Nageldesigner im richtigen Leben und habe mit Büro gar nichts am Hut. Ja? Und ich hasse Büroarbeit und diese ganze Admin-Scheiße. Ich bin alle 3 Monate muss ich meine Buchhaltung machen und ich hasse es. Ja. Ich hasse es wie weiß ich nicht was. Ja. Und zwischenzeitlich schaut mein Schreibtisch halt so aus, wie er da aussieht. Ne. Weil ich sitze da auch immer und mache mein Voice-Over, so wie jetzt gerade. Und jetzt ist es viel besser, weil er jetzt sauber ist. Und ja, da habe ich auch dann immer alle Zettel, die ich so, weiß ich nicht, Rechnungen, die ich einzahle oder die ich nicht einzahle, je nachdem.
lege ich dann auf meinem Schreibtisch und irgendwann muss ich das dann wegräumen. Ne? Und da habe ich das so meine rechts meine pinkfarbene Schuber. Das eine ist To-Do, dann das Studio und die Buchhaltung und für meine Schule, also für meine Ausbildung, die ich nebenbei mache. Und da schlichte ich das dann ordentlich ein. Und wenn ich, wenn mal super langweilig ist, so richtig langweilig, dann ordne ich es vielleicht ein. Also Rechnungen und sowas, ja. Also, aber da muss mir schon sehr langweilig sein. Das mache ich dann nur im Winter oder so, wenn ich nicht rauskomme. Das sind auch so tausend Sachen, die man angreifen muss, ja. Das ist übrigens ein Hemmnes-Schreibtisch, so wunderwunder, weil mein ganzes Haus ist Hemmnes. Und die Knöpfe habe ich mir bei AliExpress bestellt, weil das sind so große Diamantknöpfe, also keine echten Diamanten, Eklor, ja. Aber das finde ich schon einfach hübschlicher und lieblicher aus. Tisch abwischen ist ganz wichtig, weil da ist immer sehr, sehr staubig, eben weil ich da nicht oft sitze oder weil ich ihn nicht oft abwische. Ich glaube eher, weil ich nicht oft abwische, weil wenn ich öfter sitzen würde, wäre er wahrscheinlich noch dreckiger. Ne? Aber ja, das ist mein Snowball fürs Voice-Over. Ich habe bemerkt, im letzten Video, in den letzten zwei Videos hat er gesponnen und ich bewege mich jetzt wirklich so gut wie gar nicht damit. Und ich hoffe, der Ton ist dieses Mal besser. Vielleicht könnt ihr mir da hierzu auch ein Feedback geben, weil lustigerweise, wenn ich mir das Video anhöre, bevor ich es auf YouTube hochlade, ist alles super und bippe fein. Und dann höre ich mir es auf YouTube an und dann krammelt und kracht und ja, aber da kann ich dann nichts mehr machen, dann ist es schon oben. Also falls das Video so ist, entschuldigt bitte. Da kannst du mir auch gerne ein tolles Mikrofon empfehlen für mein Voice-Over, aber ja, schau mal. So, da rücke ich den Kasten ein bisschen zur Seite, dass ich die Wäscheständer einfach nach hinten stellen kann, weil wo soll ich die jetzt hinräumen? Ich räume die jetzt sicher nicht in den Keller oder sonst irgendwas, weil eben das kein Raum ist, wo Besuch oder so reinkommt, kann ich die ruhig da nach hinten stellen. Und natürlich wird immer gesaugt mit meinen Dyson. Man soll es nicht glauben, wie ich fertig war mit meinem Zimmer, war der Akku leer von meinen Dyson, ja. Also saugen und dann mit meinem Sprühmopp. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich mir so einen Steamer kaufen soll oder nicht. Ja, brauche ich noch ein paar Infos von euch bezüglich den Steamer. Ja, und dann gehe ich dann auch schon zum Schreibtisch meines Mannes, obwohl da mache ich nicht viel, weil wenn er meinen Schreibtisch zusammenräumen würde, würde ich ihm auch die Hände brechen wollen. Ja? Also ich habe da einfach nur was grob herumgelegen ist oder Müll oder Taschentücher oder sonst irgendwas, also angerotzte Taschentücher habe ich dann einfach weggenommen und das einfach nur drüber gewischt, weil der hat da seine Musiksachen liegen und seine Sachen fürs Büro oder für die Arbeit, was weiß ich, was da alles herumkugelt. Ja? Und das habe ich dann einfach nur zusammengeschlichtet und ein bisschen geordnet, weil seinen Schreibtisch habe ich jetzt nicht zusammengeräumt, weil, na, auf was noch, ne? Nun schauen wir uns mal das vollbrachte Werk an. Da kommt dann bei der Tür hinein. Das ist mein Raumteil, auf den habe ich ja nicht wirklich viel gemacht, außer oben abgewischt und ein bisschen entstaubt. Mein Zuschneidetisch habe ich abgewischt und den Vorhang habe ich gekürzt. Und das schaut jetzt, naja, besser aus als vorher, aber immer noch nicht optimal. Der Schreibtisch meines Mannes, da habe ich nicht wirklich viel gemacht, wie ich euch vorher schon gesagt habe, weil ist halt seiner. Aber bei meinem sieht man doch einen deutlichen Unterschied zu vorher. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und wenn ihr mir in die Kommentare reinschreibt, wer ihr seid und woher ihr kommt. Und eben ein Abo dalasst, weil das würde mir ungemein helfen auf meinem Kanal. Und ja, das ist diese zwei Ordner, muss ich gleich unterbrechen, diese zwei Ordner, die habe ich dann auch wirklich mit nach unten genommen und da ist das, was ich alles einsortiert habe. Das ist der Verstärker meines Mannes, da ist, ich weiß nicht, ob ihr den vorher gesehen habt. Und das ist jetzt mein Nähplätzchen, mit den Maschinen sind alle zugedeckt, da unten die Kiste ist trotzdem noch voll, weil, ja, aber ich werde sie schon noch verarbeiten. Und das Teil, was da liegt, das liegt absichtlich heraus, weil da muss ich noch ein paar machen. Und da unten haben wir eben die Wolle, wo ich die Hauben für St. Anna häkeln möchte. Ja, das wären einige. Viele, ganz viele. Ja, aber ja, warum nicht? Ja, und das ist mein Altpapier-Dings, wo ich mir meine Foundation-Muster das Altpapier reinschmeiße. Ja. Das war's dann schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei mir zu Hause.
zu einem neuen Video von mir.